Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir beschäftigen uns heute mit der Thematik Prozentrechnen bzw. der Dreisatzrechnung. Ganz kurz, was soll das überhaupt? Was machen wir damit? Wir haben zum Beispiel die Aufgabe, wir kaufen uns einen Fernseher und der Verkäufer sagt uns, wir kriegen 20% Rabatt darauf. Jetzt wissen wir, der Fernseher kostet normalerweise 400 € und wir wissen aber nicht, was wir dann mit diesen 20% Rabatt anfangen sollen, was wir jetzt im Endeffekt zahlen. Und um sowas auszurechnen, gibt es eben zwei verschiedene Möglichkeiten. Wir hätten hier einmal eine Formel oder einmal den Dreisatz. Ihr seht schon, ich habe hier das 2 in Anführungszeichen geschrieben, weil eigentlich ist das genau dasselbe hier. Und es ist ja nur so, die Formel ist recht theoretisch gehalten, aber ist eigentlich genau dasselbe wie der Dreisatz. Und der Dreisatz ist recht für die Praxis nah gehalten. Ja, wir werden uns damit jetzt ein bisschen beschäftigen. Ich teile mal die Tafel am besten in zwei Seiten. Auf der einen Seite werden wir jeweils mit einer Formel rechnen. Und auf der anderen Seite werden wir den Dreisatz behandeln. Was ihr davon nehmt, das ist wirklich euch überlassen. Das ist im Prinzip genau dasselbe. Es ist halt einfach nur, manche finden es leichter, sich es mit dem Dreisatz zu überlegen. Manchen ist es zu simpel und die nehmen dann besser die Formel. Was ihr davon nehmt, völlig egal, Hauptsache ihr schafft es zu rechnen. So, wir wenden uns erstmal der Formel zu. Die muss man einfach mal auswendig lernen. Die wäre Groß G mal Klein P durch 100 und das ist gleich unser Groß P. Jetzt seht ihr ja drei unbekannte Werte. Wir müssen die noch klären, was was ist. Es ist so, in unserem Fall oder beziehungsweise immer ist Groß G der Preis, von dem man ausgehen muss. Das heißt, der Preis in unserem Fall wären die 400 € für den Fernseher. Das heißt, wir können schon mal hinschreiben, Groß G ist 400 € mal. So, jetzt haben wir hier noch Klein P. Klein P ist in unserem Fall der Prozentwert, den wir Rabatt bekommen. Das heißt, in unserem Fall 20% Rabatt bekommen wir. Also ist unser Klein P 20%. Das Ganze wird durch 100 geteilt und es ist dann Groß P. Groß P ist jetzt in unserem Fall der Prozentwert bzw. der Wert, den wir nach dem Prozent als Euro abziehen können. Das heißt in unserem Fall von den 400 € 20%, das ist unser Rabatt, den wir bekommen. Ich schreibe es mal kurz hin. Das ist der Rabatt, also das, was wir im Endeffekt weniger zahlen. So, jetzt seht ihr ja, es ist eine ganz leichte Rechnung. 400 € mal 20% durch 100 und das ist der Rabatt, den wir bekommen. Ja, jetzt gehen wir da erstmal ran. Wir können ja hier sehen, wir können kürzen. Das wäre ja dasselbe wie 400 € mal 20 durch 100 ist ja 2 Zehntel. Und das ist dasselbe wie 400 € mal 2 durch 10 ist ja ein Fünftel, also ein Fünftel. So, jetzt seht ihr, das wäre dasselbe ja wie 400 € geteilt durch 5. Und das könnt ihr jetzt entweder in den Taschenrechner eingeben oder einfach mal schnell zu Fuß ausrechnen. Das sind 80 €. So, jetzt wissen wir, wenn wir einen Fernseher für 400 € kaufen, wir kriegen 20% Rabatt, kriegen wir 80 € Rabatt. Dazu müssen wir das nur noch vom Grundpreis abziehen. Das heißt, wir nehmen unsere 400 € und ziehen davon die 80 € ab und erhalten den Fernseher für 320 €. Gut. Ganz einfache Rechnung. Wie gesagt, wir haben unser Grundpreis 400 €, wir haben unseren Prozentwert, die 20%, und dann setzen wir alles nur noch ein, rechnen es aus, kommen auf unsere 320 €. Ja, beim Dreisatz ist Folgendes zu sagen. Der heißt Dreisatz, weil es drei Fragen gibt, die man sich immer stellen muss. Die erste Frage wäre: Was sind 100%? Das ist in unserem Fall jetzt nicht schwer. Wir wissen ja, unser Fernseher kostet 400 €, also sind 100% 400 €. So, die zweite Frage wäre: Was ist 1%? Ich habe natürlich ein Fragezeichen. Und da gibt es eine ganz einfache Rechnung. Was ist 1% von 100%? Das ist ja einfach ein Hundertstel davon. Also rechnen wir 400 € und das geteilt durch 100. Und dann wissen wir, das ist 1%. Das wären 4 €. Ja, die dritte Frage ist dann: Was ist, in unserem Fall jetzt suchen wir 20%, also was ist unser Rabatt, den wir suchen? Und das gilt es jetzt eben auszurechnen. Und das ist eigentlich überhaupt nicht schwer. Ja, wir haben hier oder wir wissen ja, 1% von unserem Wert sind 4 €. Und wenn wir wissen wollen, was 20% sind, dann nehmen wir ganz einfach die 20 mal 4 €. Also rechnen wir
unser 1%, 4 Euro. Und das 20 Mal, weil wir einfach 20 mal 1% wollen, also mal 20. Und das ist dann gleich 80 Euro. 80 Euro. Ja, und dann wissen wir wieder, das ist unser Rabatt, den wir bekommen. Also können wir einen Strich darunter machen und sagen, 400 Euro, die wir am Anfang für den Fernseher zahlen würden, minus die 80 Euro, die wir Rabatt kriegen. Und das sind 320 Euro. Wir sehen zwei verschiedene Möglichkeiten, wir kommen genau auf dasselbe Ergebnis. Im Prinzip deswegen völlig egal, welche Methode wir nehmen. Hauptsache, wir können es ausrechnen. Ja, das war jetzt ein recht leichtes Beispiel. Wir haben hier ganz einfache Werte, recht gerade Zahlen, können sehr schön kürzen, können alles einfach ausrechnen. Hier sehen wir auch, wir wissen sofort, was 100% sind, wir müssen es nicht erst rückwärts rechnen. Und machen wir nochmal ein kurzes anderes Beispiel. Das wird aber so ähnlich sein. Und zwar, wir haben jetzt einen Fernseher. Ich schreibe es mal in schwarz, damit man es unterscheiden kann. Unser Fernseher kostet jetzt 517,43 Euro. Und wir kriegen auf diesen 17% Rabatt. So. Ihr seht, viel schwierigere Werte. Jetzt wird es schon schwieriger mit dem Kürzen, mit dem Aufstellen der Gleichungen, aber wir probieren es mal trotzdem. Wir wissen ja noch von vorhin, unsere Formel ist g mal klein p durch 100 und das ist gleich unser Groß P. Das machen wir hier mal weg, das stört noch von vorhin. So, und jetzt schauen wir wieder, was müssen wir hier genau anwenden. Wir sehen, unser Groß G ist ja der Grundpreis, das ist in unserem Fall 517,43 €. Also rechnen wir 517,43 mal dann unseren Prozentwert, das ist in unserem Fall 17, geteilt durch 100 und das ist der Rabatt, den wir bekommen. So, das sind jetzt natürlich sehr unschöne Zahlen und das rechnet man am besten mit dem Taschenrechner aus. Da kommt dann, ich mache mal noch einen Zwischenschritt, da kommt dann raus, wenn man die 517,43 € mal 17 rechnet, kommt raus 8.796,31 € und das teilt man durch 100. Und dann kommt dabei raus, dass wir 87,96313 und so weiter Euro jetzt haben. Schauen wir noch hin, das ist natürlich Euro. Ist Euro. Und jetzt natürlich nicht den Fehler machen und so einen Euro-Betrag hinschreiben, weil wir wissen ja, es gibt nur einen ganzen Cent. Also wissen wir, unser Preisnachlass bzw. Rabatt beträgt 87,96 Euro. Gut. Das ziehen wir jetzt wieder vom Grundwert ab. Also haben wir da stehen 517,43 Euro minus diese 87,96 €, die wir als Rabatt bekommen haben. Und das ist in unserem Fall 429,47 Euro. Jetzt wissen wir also, wir zahlen, früher hat der Fernseher 517,43 € gekostet, mit 17% Rabatt zahlen wir nur noch 429,17 €. Ja, beim Dreisatz, ich wiederhole jetzt die Fragen, ich wiederhole sie nur mündlich, ich schreibe es jetzt nicht nochmal auf. Wir müssen uns wieder fragen, was sind 100%? Und da wissen wir, 100% sind in unserem Fall ja der Grundpreis, also 517,43 Euro. So, die zweite Frage ist immer, was ist 1%? Da wissen wir in unserem Fall, es wären ja die 517,43 Euro geteilt durch 100. Also wissen wir, 1% ist dann in unserem Fall einfach zwei Kommastellen erweitert, 5,1743 Euro natürlich. So, und jetzt fragen wir uns, was sind 17%? Das wollte ich ja nicht hinschreiben, genau. Was sind 17%? Und das geht ja, wie ihr es vorhin gesehen habt, recht leicht. Wir wissen, was 1% sind und wir möchten wissen, was 17% sind. Also rechnen wir 17. Entschuldigung, das war natürlich eine falsche Zahl. Wir rechnen 17 mal 1%, also rechnen wir 17 mal 5,1743 Euro. Und das gibt man einfach einen Taschenrechner ein oder rechnet es natürlich auch zu Fuß, was viel länger dauern würde. Und da kommen wir dann auf den Betrag von 87,96 € und so weiter Euro. So,
Jetzt haben wir ja dasselbe hier raus. Wir wissen, das sind 87,96 €. Wir ziehen es wieder hier von den 517,43 € ab. Das mache ich jetzt mal nicht. Das ist ja genau dasselbe, die Rechnung jetzt. Und wir wissen, dass wir dann für unseren Fernseher 479,47 € zahlen. Ja, also wie ihr seht, es funktioniert auch mit schwierigeren Zahlen. Ihr müsst eben wissen immer noch, was ist euer, zum Beispiel bei der Formel, was ist euer Grundwert, was ist euer Prozentwert, und dann wisst ihr, was für einen Rabatt ihr kriegt. Bei dem Dreisatz müsst ihr einfach nur die drei Fragen auswendig lernen und dann immer von dem 1% hochrechnen. Gut, eine ganz kleine Aufgabe haben wir noch zum Schluss. Die behandelt jetzt mal die Thematik, wenn wir nicht unsere, wenn wir nicht wissen, was unsere 100% sind, sondern zum Beispiel, das ist eine gern genommene Aufgabenstellung in Schulaufgaben. Zum Beispiel, wir haben jetzt einen Preis von Fernseher von, ja, sagen wir mal, wir haben, unser Fernseher kostet 400 €. Und wir wissen, da ist schon die 19% Mehrwertsteuer mit dabei. Und wir möchten jetzt wissen, was kostet eigentlich der Fernseher ohne diese 400 € Mehrwertsteuer? Und da würde man ja eigentlich so rangehen, ich mache mal schnell den Fehler, bitte nicht nachmachen, das ist natürlich falsch. Und zwar, wenn man dann davon ausgeht, g ist ja gleich 400 €, klein p ist gleich 19%, und dann einfach in die Formel einsetzen, wären in unserem Fall dann 400 mal 19 durch 100. Wenn man das ausrechnet, habe ich mal alles in Taschenrechner eingegeben, kommt man auf einen Betrag von 76 € Rabatt. Und es hieße dann, wir zahlen nicht mehr, oder ja, die Mehrwertsteuer wäre in dem Fall 76 € natürlich. Entschuldigung, wie komme ich denn auf Rabatt? Wäre natürlich die Mehrwertsteuer. Dann wüssten wir, die Mehrwertsteuer beträgt 76 € und ohne Mehrwertsteuer wäre das Ganze dann 324 € teuer. So, das ist natürlich falsch, wie ich schon gesagt habe. Wir müssen nämlich nicht davon ausgehen, dass das jetzt unsere 100% sind, sondern es sind ja schon 19% mit drin. Das werden wir aber später nochmal genauer behandeln. Ich erkläre es nochmal genauso mit dem Dreisatz. Wir haben wieder drei einfache Fragen. Wir fragen uns erstens, was sind 100%? Und dann sagen wir, wie wir vorhin schon uns gemerkt haben, immer der Grundpreis sind einfach unsere 100%. Ich wiederhole es nochmal, das ist hier falsch natürlich. Ich schreibe es mal hier noch hin. Ist falsch. Also 400 € wären 100%. Die zweite Frage ist, was ist 1%? Das wären dann 400 € geteilt durch 100. Das wären dann 4 € und das wäre 1%. Und dann würden wir ganz einfach sagen, dass die 19% dann 19 mal die 4 € sind. Und das wären dann in dem Fall eben auch die 76 €, die wir dann Mehrwertsteuer zahlen. Aber das ist natürlich falsch, wenn 324 ohne Mehrwertsteuer. Das ist natürlich falsch. Wir werden uns jetzt genau nochmal anschauen, warum. Der Fehler liegt einfach genau darin, dass man davon ausgeht, dass 400 € gleich 100% sind. Das stimmt da überhaupt nicht, weil die 100% der Wert war eigentlich das, wo man die 19% dann draufgerechnet hat. Als einfaches Beispiel, zum Beispiel, ja, wenn wir jetzt hiervon rechnen, von 400 €, 19% sind eben 76. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel von 300 € rechnen, dann sind 19% ja viel weniger. Und genau davon muss man ausgehen. Das heißt, man muss jetzt rückwärts rechnen. Das ist ganz wichtig immer. Bei solchen Mehrwertsteuersachen oder beziehungsweise immer Steuern, das ist ganz wichtig, rückwärts rechnen. Nicht denken, das sind 100%, sondern wenn wir wissen, es ist schon 19% Steuer mit drin, dann müssen wir rechnen, dass das hier 119% sind. Und das werden wir jetzt auch einmal machen. Genau diese Aufgabe nehmen wir uns nochmal vor. Jetzt kommt das richtige Ergebnis. Da muss man eben darauf achten, ob da die Steuer schon mit drin ist oder beziehungsweise der Prozentwert oder ob es wirklich die vollen 100% sind. So, wir haben jetzt mal hier unseren Grundpreis von 400 €, das können wir beibehalten. Unseren kleinen p-Prozentwert von 19 €, das können wir auch beibehalten. Jetzt fragt man sich, wo ist dann die Abweichung? Und das sieht dann ganz einfach so aus, dass man jetzt nicht mehr sagt, der Grundpreis, also 400 € mal 19% durch 100, sondern wir wissen, es ist nicht 100%, sondern es ist 119%, weil die 19% Mehrwertsteuer ja schon drin sind. Also wir haben nicht 100%, sondern 119%, und das ist gleich unsere Mehrwertsteuer jetzt in dem Fall. So,
ist eben der Trick dabei, man muss checken, das hier sind nicht die 100%, sondern 119%. Wenn man das jetzt ganz einfach ausrechnet, dann kommen wir auf den Betrag von der Mehrwertsteuer. Und die wären in unserem Fall 63,87 Euro. Und wenn man das von den 400 Euro abzieht, dann wissen wir, ohne Steuer hätten wir diesen, für diesen Fernseher 336,13 Euro gezahlt. So, wenn wir das jetzt mit dem Wert davor vergleichen, davor hatten wir den Wert von 324 Euro. Das sehen wir, das ist ja eine Menge Unterschied. Wir hätten davor gedacht, dass wir das ohne Steuer oder dass wir ohne die Steuer 324 Euro gezahlt hätten und jetzt zahlen wir ohne Steuer nur 306 oder zahlen wir mehr, also 336 Euro. Das heißt, wir müssen uns immer schauen, auf was beziehen wir uns. Gut. Und dann rechnen wir das Ganze nochmal schnell mit dem Dreisatz. Die drei Fragen sind, was, diesmal müssen wir uns fragen, und zwar nicht, was sind 100%, was, sondern was sind 119%. Also, erste Frage, wir wissen, 400 Euro ist gleich 119%. Die zweite Frage ist ja immer, was ist 1%? Also müssen wir jetzt die 400 Euro durch 119 teilen. Und das wäre in unserem Fall jetzt, wenn man das schnell in den Taschenrechner eingibt, 3,36 Euro. Das ist in unserem Fall 1%. Gut. Die dritte Frage ist dann ja immer, was sind 19%? Da rechnen wir uns eben diese 3,36 Euro mal 19 und kommt dann eben auch auf den Wert von 63,87 Euro. Das zieht man wieder von den 400 Euro ab und hat ebenfalls als Endergebnis 336,13 Euro. Ja. Wie ihr seht, wahrscheinlich, die ganze Thematik ist relativ leicht, es ist immer dasselbe. Prozentrechnen ist wirklich nicht schwer. Es ist eben der Trick, wo auch die meisten Schüler daran scheitern, zu erkennen, wann sind es 100%, wann sind es zum Beispiel 120% oder wann sind es 80%. Ihr müsst eben immer die Aufgabenstellung durchlesen und wenn zum Beispiel da steht, der Fernseher kostet mit einem Rabatt von 19% 400 Euro, dann müsst ihr wieder hochrechnen. Also wisst ihr, der kostet dann 400 Euro, wenn dann nicht 100%, sondern 400 Euro sind 81%. Weil ihr wisst ja, die 19% habt ihr schon Rabatt bekommen. Und so müsst ihr euch immer auf das beziehen, was eigentlich die 100% sind. Das gilt es eben zu erkennen und dann ist Prozentrechnen wirklich sehr leicht. Gut, ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen und jetzt sehen wir uns wahrscheinlich das nächste Mal. Tschüss.